Kölburg ist eine Stadt im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz. Sie gehört seit dem 1. Juli 2014 der Verbandsgemeinde Bitburger Land an. Bis dahin war sie Sitz der gleichzeitig aufgelösten Verbandsgemeinde Kölburg. Die Stadt ist ein staatlich anerkannter Luftkurort und gemäß Landesplanung als Grundzentrum ausgewiesen. Geografie Kühlburg liegt zwischen 275 und 375 Meter ü. NHN hat 862 Einwohner und ist somit nach Kaub die zweitkleinste Stadt in Rheinland-Pfalz. Der Schutz durch Höhenzüge, die die Stadt überragen und der umschließende Wassergürtel der Kühl tragen zu den besonders günstigen klimatischen Verhältnissen bei. Geschichte Urkundlich wird Kühlburg bereits zu Beginn des 9. Jahrhunderts erwähnt. Nach einer Schenkungsurkunde vom 16. Juli 800 schenken die Eheleute Elmfried und oder mehrere am Kühlberg gelegenen Ländereien an die Abtei Prüm. Im Jahre 1239 ließ Erzbischof Theoderich von Trier um sein Gebiet gegen die Nordgrenze des Trierer Erzbistums und gegen die Dynasten von Mailberg zu schützen. Als Eck- und Grenz feste eine größere Burg, die eigentliche Kölburg Erbauen. Die heute noch zum Teil erhaltene Burg wurde durch einen Schulhausbau im Jahre 1912 teilweise ersetzt. Zur Aufbringung der Kosten dieses Burgbaues verkaufte Erzbischof Theodorich die durch den Tod der Agnes von Malberg heimgefallenen Lehen zu Rossborten, unter Zustimmung seines Trierer Domkapitels für 200 Pfund ans Kloster St. Thomas an der Küll. Die unmittelbare Veranlassung zur Beschleunigung des Baus der neuen größeren Burg waren, wie dies die Gestad Treverorum bezeugen, die Gewalttätigkeiten des Ritters Rudolf von Malberg, der sich der Herrschaft von Malberg bemächtigt hatte. Er versuchte, dem unweit von Kölburg gelegenen Zisterzienserinnenkloster Seint Thomas die Güter, die diesem von Agnes von Malberg geschenkt worden waren, nach ihrem Tode mit Gewalt zu entreißen. Rudolf befehdete das Kloster und alle Nonnen flüchteten nach Trier. Wo sie täglich in Prozessionen zum Dom zogen und während des Gottesdienstes mit lauter kläglicher Stimme die zwei Antiphonen Media Vita in Morte, Sumus und Salve Regina Matria Misericordiae sangen. In der Folge leistet ihnen der Erzbischof gegen ihren unruhigen Nachbarn Beistand. Nachdem der Erzbischof ihn mit Waffengewalt bezwungen hatte, fügte er sich. Die neue Burg auf dem Kühlberge hielt ihn auch weiterhin in Schranken. Die Kühlburg bewährte sich in der Folge als Bollwerk gegen Angriffe gegen den Kurstaat. Theodorichs Nachfolger Arnold II. umgab im Jahre 1256 die Burg und die anliegenden Häuser mit einer festen Mauer, mit dem Abt Jofried von Prümschlosse am 16. August 1256 einen Vertrag wegen ihrer beiderseitigen Befestigungsbauten. Mit den Bauten Theoderichs 1239 und den Erweiterungsbauten Arnolds 1256 entstand so die mit starken Mauern und Toren befestigte kurtrierische Landstadt Kilbirch bzw. Kielebruch. Sie besaß mit Mauern und Markt die wesentlichen Merkmale einer mittelalterlichen Stadt und war von Burgmannen, Wächtern, Pförtnern und Bürgern bewohnt. Mit dem Bau der Mauer übernahmen die Bürger die Verpflichtung, diese Mauer auch gegen Angriffe zu schützen. Die Stadt hatte die Verpflichtung, die Stadtpforten und Stadtmauern zu unterhalten. Um dieser Aufgabe Nachdruck zu verleihen erging später besonderer Befehl. Im Frieden von Campo Formio vom 17. Oktober 1797 hatte Kaiser Franz II. in seiner Eigenschaft als Landesherr der Habsburgischen Erplande seine Besitzungen auf dem linken Rheinufers an Frankreich abgetreten. In der Folge wurde das gesamte linksrheinische Gebiet von Frankreich annektiert. Bevor es 1801 durch den Frieden von Luneville Frankreich staatsrechtlich einverleibt wurde, im Jahre 1798 wurde die ganze bisherige Verfassung, Regierung und Verwaltung aufgelöst und eine völlig neue eingeführt, was in Frankreich seit 1789 bis 1797 unter schweren Kämpfen und vielen Gräueln geworden war. Das wurde nun hier in wenigen Monaten und ohne wahrnehmbaren Kampf umgesetzt, nämlich Umsturz der bisherigen Gesellschaftsverfassung und Einführung republikanischer Institutionen. Das linke Rheinufer wurde in vier Departements unterteilt. Kühlburg gehörte von 1798 bis 1814 zum Saardepartement mit dem Hauptort Trier und wurde zum Hauptort des Kantons Kölburg gemacht, wie Uar. auch Prümdaun und Gerolstein. Die Franzosen brachten der Stadt die egalisierende Municipalverfassung. Die grundsätzlich keinen Unterschied mehr zwischen Stadt- und Landgemeinden machte. Kölburg verlor damit, wie auch alle anderen Städte, seinen Stadttitel, wenn es auch wiederum über die Orte der Nachbarschaft hinausragte, indem man es zum Hauptort eines Kantons machte. Im Zweiten Weltkrieg starben insgesamt 78 Soldaten aus Kölburg, in der Stadt gab es außerdem 39 Ziviltote zu beklagen. Am 15. September 1956 erhielt Kölburg durch das Land Rheinland-Pfalz die Stadtrechte wieder. Im Jahr 2011 erstellte der Deutsche Wetterdienst ein Luftklimagutachten. Durch das positive Ergebnis trägt die Stadt Kölburg bis zur nächsten Überprüfung den Status Luftkurort. Änderungen des Käuferverhaltens und demografischer Wandel machten auch nicht vor Kölburg Halt. Nach dem Amt 12. Januar 2012 das letzte Geschäft auf der einst renommierten Hochstraße schloss, gründete sich die bürgerliche Offensive Kölburg-Daje, kurz okay Daje, mit dem Ziel, die beiden wichtigsten Straßen Hoch- und Bahnhofstraße zu verschönern und zu beleben. Am 25. Oktober 2012 tagte mit Unterstützung der IHK Trier ein erster Rundertisch mit interessierten Immobilieneigentümern. Nach einem zweiten runden Tisch trifft man sich nahezu monatlich in Stammtischen. Die Arbeit der bürgerlichen Initiative findet in regelmäßigen Kunstausstellungen und weiteren Programmpunkten ihren Niederschlag. Die Entwicklung der Einwohnerzahl von Kölburg, die Werte von 1871 bis 1987 beruhen auf Volkszählungen. Politik. Der Stadtrat in Köburg besteht aus zwölf Ratsmitgliedern, die bei der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 in einer Mehrheitswahl gewählt wurden und dem ehrenamtlichen Stadtbürgermeister als Vorsitzendem. Bei den vorhergehenden Wahlen wurden die Ratsmitglieder in einer personalisierten Verhältniswahl gewählt. Die Sitzverteilung im Stadtrat. Wappen die Stadtfarben sind Rot und Weiß. Verkehr. Der Bahnhof Kühlburg liegt an der Eifelstrecke Köln-Neuskirchen-Gerolstein-Trier, auf der im Schienenpersonennahverkehr die Eifelbahn Gerolstein-Trier verkehrt. Mit dem Re22 bestehen ab bis Kühlburg direkte Verbindungen mit Trier und Köln. Der Bahnhof Kühlburg ist ein fahrradfreundlicher Bahnhof und nahezu barrierefrei. Für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr gilt der Tarife des Verkehrsverbunds Region Trier. Külburg liegt mit eigener Anschlussstelle an der Autobahn 60 sowie an den Bundesstraßen 51 und 257. Kühlburg liegt am Kylltal-Radweg. Der Radwanderweg erstreckt sich über 130 Kilometer vom belgischen Losheimer Graben bis zur Mündung der Kühl in die Mussel bei trier -Ehrang. Einmal jährlich findet am dritten Sonntag im Juli zwischen Lissingen und Kühlburg der Autofeier Sonntag Kühltal aktiv statt. Tourismus mit Fertigstellung der Eifelbahn Köln-Trier begann im 19. Jahrhundert in Köburg ein florierender Tourismus. Gäste aus den Großstädten, vor allem Köln und Düsseldorf, sowie dem Ruhrgebiet pflegten ihre Sommerfrische an der Kühl zu verleben. Hauptanziehungspunkt war das luxuriöse Hotel Eifeler Hof mit seinen großen Veranstaltungsräumen und Kuranwendungen. Schon vor langer Zeit konnte man Gäste aus den Niederlanden begrüßen, heute ein bedeutender Teil des Tourismuses in der gesamten Region der Kühlberger Waldheifel. Die Kühlberger Chronik berichtet, dass Kühlburg bereits vor dem Ersten Weltkrieg täglich an die 150 Niederländer zu seinen Dauergästen zählte und am Geburtstag der Niederl. Königin ein Fackelzug der Niederländer in Kölburg stattfand. Nach dem Zweiten Weltkrieg trafen ganze Touristik-Sonderzüge bekannter Reiseveranstalter mit 400 Personen in Kölburg ein. Doch geändertes Reiseverhalten nach Südeuropa setzte dem munteren Treiben fast ein Ende. Heutzutage erstärkt der Tourismus nach Kölburg und in die Region wieder. Wochenendreisende kommen aus den Großstädten, niederländische Gäste verbleiben bis zu einer Woche in den Bergen. Ein deutliches Plus entsteht aktuell durch Fahrradreisende, hier ist für Kühlburg der Kühltal-Radweg von besonderer Bedeutung. Für viele Gäste Kühlburgs ist das in den Sommermonaten geöffnete Freibad direkt an der Kühl attraktiv. Kühlburg hat elf Touristikbetriebe und über 20.000 Übernachtungen jährlich den Naturcampingplatz nicht mit einberechnet. Bekannte Persönlichkeiten Johann Peter Weinenborn, Bierbrauer und Gründer der Bitburger Brauerei Hans Branzen, Priester des Bistum Mainz Pfarrerblock Heinz Rebellius, Musikjournalist und Gitarrist Herbert Vandel, FIFA-Schiedsrichter Patrick Schnieder, Politiker, Mitglied des Bundestages Siehe auch Liste der Kulturdenkmäler in Külburg Liste der Naturdenkmale in Külburg Stiftskirche Külburg Evangelische Kirche Külburg